Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau. Beim Käfer geht es weiter mit Ausgabe 40. Was bekommen wir? Wir bekommen den Schalt- und den Handbremshebel. Schön, und auch den Knopf für die Heizung. Wollen wir mal gucken, wie es wird von der Menge her. Bei dem Schaltknüppel habe ich schon erfahren, dass den einige Leute sehr labil finden. Also die Empfehlung ist, ihn entweder am Schluss einzubauen oder durch einen Metalldraht. Wir befreien erstmal die Teile und schauen sie uns mal an. So. Ja, Metall wäre in diesem Fall an dieser Stelle schöner, das ist richtig. Aber was nicht ist, tja, muss mal gucken. Der Handbremshebel, ja, wäre aus Metall vielleicht auch eine Idee schöner. Mal gucken. Ist das graue? Ne, schwarzer Kunststoff, schwarz-grau angemalt. Gut. Vorne der Knopf. Das ist unten dies, wo der Schaltknüppel auf ist. Handbremsdingens. Ja, Schaltmanschette. Wir haben DP-Schrauben, AP-Schrauben und hier noch zwei Knöpfe. Ich hole euch mal etwas näher ran, weil ihr müsst dann nicht so weit weg sein. So, als erstes nehmen wir diesen Schalthebel und stecken ihn hier durch. Und machen dann oben den Knopf drauf, den Schaltknauf. So. Und das kommt dann genau, und das kommt dann auch von unten hier. So dagegen. Und dann wird das hier unten festgeschraubt. Aber in Anbetracht dessen, dass der so empfindlich ist, baue ich ihn jetzt noch nicht ein. Dann muss gerade mal gucken, wo habe ich denn überhaupt da ist es mit den noch nicht festgeklebten Teppichen, weil mir da nämlich einer unschön ist, da warte ich nämlich jetzt auf Ersatz. Dabei können wir ja mal gucken, ob ich hier den Heizungsversteller, später waren es dann zwei Hebel, mit denen man die links und rechts getrennt einstellen konnte. So, ich brauche dann zwei DP-Schrauben. Wir machen uns als nächstes jetzt die Handbremse. Ui, das ist aber klein. So da unten rein und am hinteren Loch da ja. Das ist mal wieder wie immer. Irgendwas habe, muss auch nur ansatzweise ein bisschen klein wird. Kriege ich zu hören, ich hätte so dicke Finger.
Aber bis jetzt hat es noch keiner geschafft, dass ich aufgebe. Die wird jetzt mit einer AP-Schraube befestigt. AP-Schrauben habe ich ein paar mehr im Tütchen, weil ich ja den Schalthebel noch nicht festgemacht habe. Aber es kann sein, dass ich dann später den Handbremshebel auch noch mal ausbaue. Aber der ist halt, wie gesagt, die ersten haben geschrieben, dass sie ihn abgebrochen haben. Und das will ich nicht eingehen, das Risiko, weil so, das Fahrzeug kann ich wegrollen. Ja, das war's erstmal. Sechs Minuten. Ich habe mich jetzt entschieden, noch die nächste Folge nicht zu machen, weil das eine extrem fummelige Angelegenheit wird. Da habe ich schon einige Schimpfen gehört. Und das werdet man nicht. Deshalb bleiben wir mal so. Lassen das. Das ist doch auch schon eine feine Sache. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ja, ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Rick.